Ich hätte niemals damit gerechnet, dass jetzt schon heute gerade eben einfach richtig viel vom kompletten Battle Pass geleakt worden ist für die nächste Season. Teilt es unbedingt mit euren Freunden weiter. Like das Video und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, falls ihr neu da seid. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es wurde richtig viel geleakt. Richtig. Ihr seht, wie viele Tabs ich offen habe. Viele Skins und sehr cooler Teaser. Und zwar ganz genau das hier. Das ist das, was gepostet worden ist. Und wir sehen halt hier, wir spulen alles zurück. Also die spulen das sozusagen zurück in Chapter 2. Wir sehen hier einige neue Dinge. Vor allem Skins. Ein neuer 8-Ball-Skin kommt rein. Wir schauen uns auch gleich alles mal ganz genau an. Die ganzen Skins und noch vieles mehr, was wir hier nicht mal gesehen haben, wurde gepostet. Also das ist krass. Hier ist der Skin, der neue. Und ganz am Ende kann man TNTina sehen. Hier. Also das ist der neue TNTina-Skin. Schauen wir uns jetzt mal das Ganze nochmal genauer an. Also hier haben wir nochmal den Skin. Sieht schon mal nicht schlecht aus, die ganzen Remixe. Gefallen mir gut. Gefallen mir sehr, 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 sehr gut. Hier nochmal ein paar andere Screenshots vom Skin. Also die zwei ersten Skins sind schon mal not bad, not bad, not bad. Jetzt. Neuer, es müsste Fluff sein, oder? Neuer Fluff geremixed mit irgendeinem anderen Skin. Midas mit Muskelkater geremixed. Kann man auch hier leicht erkennen, dass das er ist, auf jeden Fall. Also hier zwei weitere Skins für den nächsten Battle Pass. Weiter geht's, Chaos Agent wird geremixed mit irgendeinem anderen Skin. Sieht dann so aus. Und das ist schon stark, wie viel geleakt worden ist. Hier nochmal ein anderes Bild. Das ist echt heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass heute einfach Sachen für den Battle Pass geleakt worden sind. Und die 3D-Animation von dem Battle Pass kehrt mit Chapter 2 zurück. Also wir bekommen eine 3D-animierte Battle Pass Lobby, so wie es in der Season gab. Richtig, richtig krass. Weiter geht's nochmal hier mit diesem Skin. Hier nochmal ein besseres Bild. Oder hatten wir das Bild schon? Ich weiß es ganz ehrlich gerade gar nicht. Es kommen gerade noch so viele Posts gerade online. Es ist nicht mehr normal. Haben wir irgendwas verpasst eventuell? Nee, das ist aber hier der zweite Teaser sogar. Das ist der Hashtag 2 Teaser. Was sehen wir hier bei dem Teaser? Sehen wir das? Oh, oh, oh. Okay, man sieht hier, dass die AUG zurückkehrt, ganz klar. Also alle Chapter 2 Waffen kehren natürlich zurück. Ist ja ganz klar. Oh, oh mein Gott, es geht so schnell alles. Hier haben wir den einen neuen Skin, den wir schon gesehen haben. Ich pausiere das mal. Es ist stark. Ja, es ist schon stark. Sniper kehrt wieder zurück, logischerweise. Ah, und hier haben wir, man kann es leicht erkennen, die Remix-Skins. Ah, Flo, oh mein Gott. Fluff wird mit ihr geremixed, meine ich. Oh, ist das gut. Boah, hier kann man es nochmal erkennen, den Skin. Heftig. Und hier die Verwandlung. Oder Fluff mit ihr. Boah, schwer zu sagen, ist aber auch relativ egal. Wir können es erkennen. Ist das gut. Die posten einfach jetzt schon die ganzen Battle Pass Skins. Fühle ich irgendwie. Das finde ich echt richtig, richtig stark. Heftig. Sehr, 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 sehr heftig. Ich hoffe, dass die jetzt nicht alles auf einmal heute posten. Der war sogar in den Konzepten drin. Also es ist ganz genau der hier, der reinkommen wird. Heftig. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Hier nochmal vielleicht ein besseres Bild. Nee, nicht so wirklich. Ansonsten wurde auch noch das hier geleakt. Der kommt am 30. rein. Morgen kommt Leatherface rein, am 26. Wie findet ihr die ganzen Leaks bisher? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Ansonsten checkt die Beschreibung für günstige Spiele, günstige PSN-Karten, falls ihr aufladen wollt für den nächsten Battle Pass oder für die jetzigen neuen Skins. Macht es auf jeden Fall über den Link in der Beschreibung. Da spart ihr Haufen Geld. Und natürlich in der Beschreibung findet ihr den Link zu der WhatsApp-Gruppe.